Marcus, we got their plan B. They're going after the voting machines. Voting machines? Aren't those pretty protected? They only protect the data after the vote. With the invite data, they can ignore ballots before a voter pulls a lever. Josh found out where they keep the machines. He's waiting for you outside Fort Point. Fort Point? On my way. Oh, and Marcus, you might want to bring some explosives. I was hoping you'd say that. Wahlmaschinerie. DedSec muss Thrusts letzten verzweifelten Versuch, die Wahl zu fälschen, stoppen. Und er braucht eine Lektion in Demokratie. Viele Follower wieder. Und, ne, so nicht. So, das sieht so aus, als ob die Mission fast auch beendet ist. Also das ist der letzte Schritt quasi in dieser Mission. Nope. Play the music. Ach, Moment mal. Ist es vielleicht in den Einstellungen sowas? Warum die Musik die ganze Zeit nicht im Auto läuft? Audio und Sprache. Was machst du Musik in Fahrzeugen an? Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Ich bin mich gespannt, wie viel jetzt noch kommt von der Story her. Also, ich meine, wie viel will da noch kommen? Weil ich habe schon vor einigen Stunden gedacht, wir sind fast am Ende, aber nö. Scheint nicht der Fall zu sein bis jetzt. Na gut, ah, da unter der Golden Gate Bridge ist unser Ziel. Das hat so einen bestimmten Namen, das Gebäude. Den habe ich aber wieder vergessen. Den habe ich letztens erst gegoogelt. Da habe ich also den Namen von diesem Häuschen, dieses Backsteinhaus unter der Golden Gate. Ah, naja, habe ich wieder vergessen. Und vergesse, läuft die Musik weiter. Eigentlich will ich doch, dass die im Auto läuft und nicht so zu Fuß. Egal, egal. Josh, please tell me you're not in there. Marcus, Marcus, there's snipers on the roof. Snipers? What are you talking about? They're human. I'm sorry, they're not supposed to be here. Dushan must have hired them. Why are you whispering? I'm not whispering. Can you get... Hey man, I'm not going in there. Look. So tomorrow, they're trucking out these machines to the polling places, and what are we supposed to do? Reverse engineer them? No, that's not feasible given our time frame. The virus is military grade. The only prudent course is to destroy them all. Destroy them all? What do you want to do, blow them up? The fort's a military base. There's plenty of explosives. No voting machines. It delays the election. Yeah, we expose the tampering and give people time to make an informed decision. Hell yeah, hey, I'm sold, Josh. You sold? Okay, all right. So, it's a sniper? Isn't blowing up voting machines kind of extreme? Hell no! It's like Josh said. We buy time for the election. It's a civic service, essentially. Alles klar. Wo wollen wir da rein? Am besten wieder hier rüber. So nicht. Oh, hallo. Hoppla, das war ein Fehler. Am liebsten schalte ich sie aus. Ich will natürlich so unlieb wie möglich spielen, aber ein paar davon muss man halt eben, ne, eliminieren. Ja. Deshalb, Moment, was haben wir denn hier? Massenkommunikationsstörung. Das ist eigentlich was, was ich eher mag. Auf jeden Fall, dass sie Verstärkung rufen wollen. Thank you.
Will ich den so eliminieren oder nicht? Ich meine, es könnte auch Aufmerksamkeit erregen. Ja, nee. Hat den Schlüssel, das ist schon mal gut. Okay, interessant ist, wenn man die anruft, dann sind die so auf das Handy fixiert, selbst wenn man vor denen rennt, bemerkt die einen nicht. Vielleicht ist es mal früher realisiert. Also Moment, wo ist eigentlich, jetzt muss ich mich konzentrieren. Da ist ein Ding, wo ist das andere Ding, was hier oben ist? Da, ja. Ich dachte, es wären welche auf dem Dach. Also da ist eins schon mal. Kurz hier. Irgendwo da hinten ist eins. Am besten ich gehe schon mal auf die zweite Etage. Und guck da mal. Am liebsten mit der Waffe hier tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Ich meine, die hier ist auch schnell gedämpft und hat viel mehr Schüsse, aber ich finde die hier so, ne? Für so eine sneaky Infiltration angebrachter. Na gut. Ah! Jawohl! Hier ist einer auf der Etage. Ja, das ist nur ein einziger Rechner, okay. Ja, lese ich jetzt nicht vor, ich will die Musik genießen. Steht einer vor der Tür. So nicht. Scheiße, es hat verfehlt. Jetzt habe ich ein Problem, die sind alle auf meiner Etage und das gefällt mir nicht. Komm schon. Okay. Come on, wie lange hat der denn gebraucht, um umzufallen? Ich frage mich, ob es Sinn macht, überhaupt das immer auszuschalten. Ich werde mal durchrennen. Was fuck, das hat er echt gemacht. Nein! Kommt her.
Alter, da hat die Kamera gerade rumgeschwackt. Okay, weg hier. What the fuck, wo kam der denn her? Ah, ich habe irgendwie mir gedacht, dass das nicht funktionieren wird. Ja, und wir müssen wieder hier anfangen. Naja, gut. Ich meine, es sind auch arschviele Leute. Hell no! It's like Josh said, we buy time for the election. It's a civic service, essentially. Ja. Nein, warum? Warum? Geh doch einfach da drauf. Max, so. Ein bisschen schwer zu kontrollieren. Der Herr, manchmal. So, Schlüssel haben wir. Ach Mann! Ist ja doof. You're no match for us. Get it clear. So, genau, hier waren wir ja schon. Nein. Wow, die Musik hat gerade angefangen. Ah, boy. Isn't blowing up voting machines kind of extreme? Hell no! It's like Josh said, we buy time for the election. It's a civic service, essentially. Ach Leute, ich komme gar nicht höher. Wow. Ich dachte, ich könnte so auch aufs Dach. Na dann nicht. Du Arschgesicht. Wegen dir ist es jetzt mal schief gelaufen. Ja, jetzt aber nicht. Nicht mehr. So, weißt du was? Wir normalerweise, wenn man beim einen Mal fehlschlägt, da hat man irgendwie. Oder ich habe die Tendenz, beim zweiten Mal das ein bisschen hastiger zu machen. Und das ist, glaube ich, der vollkommen falsche Approach. Stattdessen sollte man es lieber ruhig angehen. Die Ruhe bewahren. Pass auf, der muss geradeaus fahren und dann so ein bisschen nach links. Ist doch fast kaputt. Oh. Na, vor allem so schalten wir ein paar Leute aus. Ja, ist doch kaputt. Weiß nicht, was sie noch wollen. Naja, egal. Jetzt ist es zumindest, ne? Hab ich fast was vergessen. Der Typ, der den Schlüssel hat. Okay, zum Glück ist hier niemand auf der Etage gewesen. Nimm alles zurück.
So. Da hinten ist noch eins. Okay, die sind ein unter mir. So, und jetzt das hier. So, ein Ding ist noch unter uns. Oh, jetzt kommen die genau aus der Richtung. Oh oh. What the fuck? Wo, was machen die denn hier? Also, ich meine, warum gucken die in die Richtung? Eigentlich müssen doch in die andere Richtung interessiert sein. Pass mal auf. Lenkt die das ab? Ich hoffe doch schon. Tut's nicht. Habe ich eigentlich einen Angriff mit dem hier freigeschaltet? Wo bin ich denn? Da hinten bin ich. Ist ja gar nichts. Kann ich jetzt hier fliehen? Ja, ich kann fliehen. Das Junge ist die Vordertür offen, wie ich gerade gesehen habe. Dup, du, dup, dup, du. Was ist ein schönes Auto? Ich finde den dann ganz schick. Ja, die Steuerung. Ist so ein bisschen schwierig. Huiuiui. Hulala. I'm out. Great. Hey, we put together a video using the stuff you got in the penthouse. Check it out. Ah. Citizens. Invite Corporation has been using your sacred vote as a plaything, targeting you individually. Invite manipulated your emotions to give support to their puppet, Mark Thrust. But DedSec hacked into Invite and changed their algorithms. Polls reversed instantly. Invite, desperate to elect Thrust, resorted to their own form of hacking. Here, Invite CEO Mary Catskill delivers a virus destined for voting machines to Mark Thrust himself. The election's been delayed. Citizens, use this time to think. Do not allow yourselves to be manipulated. DedSec implores you to think before you vote. DedSec has given you the truth. Do what you will. Cool. Damit hätte sich wohl die Mission.
Haben die Mission eigentlich ganz erledigt? Oh. Jede Stimme zählt. Ja, das kann man so sagen. Nice, da ist er. Kann ich eigentlich so damit reinfliegen? Also kann ich das nicht aufnehmen. Ich weiß, dass wir an dem Ding schon ein paar Mal fast verzweifelt sind. Ne, so komme ich da auf jeden Fall nicht dran. Naja, es wird auch so nicht funktionieren. Ja. Egal. Von mir aus. Dann halt nicht. Hauptoperation. Dann haben wir nur noch das hier frei, ne? Mehr nicht. Haben wir noch eigentlich irgendwas zum Forschen, zum Erforschen? Treffsicherheit. Wie wär's denn mit... Verringert die Anzahl von Elektroschockladungen, die nötig sind? Ja, das kann man machen. Fingerfähigkeit verbessern. Die Feuergeschwindigkeit deiner Pistole, die sie sich so schnell schießt, wie du den Abzug drücken kannst. Finde ich nicht schlecht. Haben wir hier noch was? Achso, ja, das müssten wir vorher freischalten. Na gut, von mir aus. Langsam merke ich, wir brauchen ein bisschen mehr Power im Fight, im Kampf. Das ist ja das. Stabilität von Zweihandwaffen. Ja, ruhige Hand. Scharfes Auge. Erhöht den Schaden durch Scharfschützen. Ja, naja. Den Schaden durch Schrotflinten bei Feuer. Ja, naja. Höchstens die Stabilität würde ich da nehmen wollen. Ich dachte, das wäre vielleicht mehr Leben oder sowas. Das wäre gut gewesen. Na gut. Dann halt nicht. Ich würde sagen, das war's mal wieder fürs Erste. Von Watch Dogs 2 und wir sehen uns dann in der bombastischen nächsten Folge wieder. Haut rein. Oh, das ist bescheuert, ey. Aber trotzdem, haut rein.